Hey, ihr politikinteressierten KlugscheißerInnen. Weiter geht es in der Bundestag 21-Reihe. Heute schauen wir uns das Wahlprogramm von Bündnis 90 Die Grünen an. Diese Partei sollte euch ein Begriff sein. Sie ist mittlerweile, nach Umfragen, die stärkste Partei auf Bundesebene. Und weil ich von mir aus ohne Informationen die Grünen gewählt hätte, was ich ja leider noch nicht darf, aber ich hätte, wenn ich jetzt mich für eine Partei, ohne zu wissen, was in dem Wahlprogramm steht, die Grünen gewählt, schaue ich mir natürlich auch deren Wahlprogramm an. Natürlich wieder ein kleines Disclaimer, ein Wahlprogrammsentwurf und ich habe mir auch nicht alle Punkte angeschaut. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Der erste Punkt, den ich ansprechen werde, ist einer, der für unsere Zukunft sehr, sehr wichtig werden wird. Das Thema Bildung. Die Grünen wollen einen Corona-Rettungsschirm für Kinder aufbauen. Und es ist natürlich klar, jetzt wurde viel Stoff verpasst, dadurch, dass sich die Kinder den Stoff selbst erarbeiten mussten. Das ist natürlich eine andere Qualität, als wenn Lehrkräfte den in der Schule erklären können. Aber abgesehen davon, dass das eine gute Idee ist, jetzt dann noch den Kindern, die das brauchen, Nachhilfe anzubieten, weil sie den Stoff nicht verstanden haben, muss man doch fragen, wann soll denn dieser Stoff nachgeholt werden? Die Kinder haben Sommerferien, 6,5 Wochen. In denen kann man sicherlich kein ganzes Schuljahr nachholen. Und ich denke nicht, dass, wenn man jetzt dann noch den anderen Schulunterricht aufschiebt, dass das dann besser wird. Also eventuell müsste man Sequenzen aus dem Bildungsplan streichen, um die wichtigen Themen, die dieses Jahr verpasst wurden, nachzuholen. Die Grünen wollen auch die Digitalisierung von Schulen weiter vorantreiben. Kennt ihr den hier noch? Der gute alte Overhead-Projektor, der wird bei uns an der Schule immer noch eingesetzt. Und es ist eigentlich für eine Industrienation schon echt traurig, dass im Jahr 2021 immer noch der Overhead-Projektor, ein Relikt aus Urzeiten, für den Unterricht eingesetzt wurde. Wir sind bald dabei, selbstfahrende Autos zu entwickeln. Und wir haben noch nicht mal in Schulen Beamer? Ernsthaft? Ich finde es gut, dass die Grünen herangehen. Sonst können wir uns die PISA-Weltspitze ganz bestimmt abschminken. Die Führungsebenen der deutschen börsennotierten Unternehmen sind im Moment nicht sonderlich weiblich. Und das ist ein Problem, welches die Grünen auch erkennen. Als Lösung sehen die Grünen die verbindliche, unflexible Frauenquote. Ich halte diese Lösung für eher kritisch, da sie Frauen grundsätzlich einen Vorteil aufgrund ihres Geschlechts gibt. Was ich stattdessen besser finde, wäre eine flexible Frauenquote, die an der Belegschaft des Unternehmens festgelegt würde. Das heißt, wenn im Unternehmen 80% Männer arbeiten, sitzen 80% im Vorstand. Wenn 80% Frauen arbeiten, sitzen 80% im Vorstand. Das wäre einfach, finde ich, viel fairer. Und das wäre mein Vorschlag, der, ich denke, besser wäre als der der Grünen, eine statische Frauenquote einzuführen. Außerdem besteht in Deutschland beim Lohn zwischen den Geschlechtern immer noch ein riesiger Unterschied. Der bereinigte Gender Pay Gap zeigt, wie das Verhältnis von Lohn bei gleichwertiger Arbeit in gleicher Zeit ist. Und da besteht in Deutschland, nach Bundesländern aufgeschlüsselt, immer noch ein Unterschied von 3,6 bis 7,1%. Und das ist richtig viel. 10% weniger Lohn fast zu bekommen für die gleiche Arbeit ist schon echt heftig. Und dieses Problem muss man angehen. Wenn wir über Gendern reden als Problem, dann muss ja wohl als Mindestkonsens der Lohn gleich sein. Ein guter Punkt der Grünen, finde ich, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und dann haben die Grünen noch einen anderen guten Punkt. Sie fordern, Mädchen für MINT-Fächer, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, zu begeistern, von Grundschule an. Und das finde ich gut. Informatik ist ein Zukunftsfach. Wir werden Informatik in der Zukunft sehr viel mehr brauchen durch die Digitalisierung, als wir es jetzt tun. Und deswegen sollte man Mädchen und Jungen gleichermaßen für dieses Thema begeistern. Das ist sinnvoll. Guter Punkt. Wichtig ist auch, dass auch außerhalb von Europa Menschen, die homo, trans, inter oder quersexuell sind, vor Verfolgung geschützt werden. Denn zum Beispiel im Königreich Brunei steht für Männer auf Homosexualität immer noch die Todesstrafe. Und wir müssen konsequent gegen solche Minderheitenverfolgung vorgehen.
Minderheitenverfolgung in diesem Maße ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich sehe hier das Problem nicht beim Islam, sondern ich sehe das Problem in veralteten Interpretationen des Koran. Denn in der Bibel steht dieser Satz ebenso. Gut, die Kirche verhält sich hier auch nicht wirklich zeitgemäß, indem sie den Segen für homosexuelle Paare verweigert. Aber ich hoffe, dass wir dieses Weltbild bald überwunden haben, was vor 1500 Jahren galt. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wichtig ist den Grünen auch, das Asylsystem grundlegend zu reformieren. Verpflichtende Deutschkurse, Integration von Anfang an, schnellere und transparentere Asylverfahren und die Möglichkeit zu arbeiten. Das alles sind wichtige Punkte. Denn 2015, wo wir wirklich viele Menschen aufgenommen haben, waren die Verfahren schleppend und intransparent. Die Menschen durften nicht arbeiten, Integration lief auch mehr schlecht als recht und so weiter und so weiter. Es hat einfach nicht funktioniert. Und wenn wir das Asylsystem nicht reformieren in Deutschland oder das Integrationssystem, dann sind wir für eine neue humanitäre Katastrophe, die es sicherlich irgendwann geben wird, nicht gerüstet. Was mir aber trotz allem fehlt, sind Sanktionen auf EU-Ebene gegen Polen, Tschechien, Ungarn, die bis heute keine Flüchtlinge aufgenommen haben. Ungarn, Tschechien und Polen sollten 1.000, 2.000 und 6.000 Flüchtlinge aufnehmen, was im Vergleich zur Million, die Deutschland aufgenommen hat, ein Witz ist. Die haben sich aber einfach geweigert und gegenüber allen anderen EU-Mitgliedern komplett unsolidarisch verhalten. Die EU hat geklagt gegen Ungarn, Tschechien und Polen, hat in einem rechtskräftigen Urteil des EuGH gewonnen. Und Ungarn, Polen und Tschechien kriegen keine Konsequenzen zu spüren. Die drei Länder bei der nächsten humanitären Katastrophe in die Pflicht zu nehmen, ist auf jeden Fall wichtig und ich hoffe, dass das umgesetzt wird. Deutschland ist ein Industrieland und zwar ein ziemlich reiches. Und trotzdem gibt es in Deutschland immer noch Obdachlose. Ein Industrieland, eines der reichsten der Welt, kann es sich nicht leisten, immer noch Obdachlose zu haben, nach einer so langen Zeit und so erfolgreich. Deswegen wollen die Grünen das Recht auf Wohnen im Grundrecht verankern und sozialen Wohnungsbau vorantreiben, um die Obdachlosenzahl endlich zu senken. Die Grünen wollen Tieren außerdem Rechte verschaffen. Das finde ich sehr gut. Ich bin Vegetarier, also ich finde Tierrechte super. Zirkusse sind für Tiere oft schlimm, denn Zirkusse ziehen und Tiere werden dann auf engem Raum in LKWs oder in Kleinlastern eingesperrt und müssen dann Tricks lernen und sowas. Das ist für die Tiere nicht schön. Und deswegen sollen Tiere im Zirkus unter strengen Auflagen nur noch erlaubt bleiben, damit die Tiere ihr Tierwohl haben und damit Grundstandards festgelegt sind. Außerdem schlimm für Tiere sind Tierversuche. Tiere werden zum Beispiel oft für Medikamententests genutzt. Tiere werden dabei vergiftet und getötet. Das ist schlimm für Tiere. Tiere können auch fühlen. Und deswegen sollten wir auch Tierversuche auf das absolut Nötigste beschränken. Und das fordern die Grünen und das finde ich sehr gut. Die Grünen wollen auch Quellcodes von Programmen, Windows 10 zum Beispiel, transparenter machen. Im Moment ist es so, dass die meisten Programme einen geschlossenen Code haben, der für niemanden einsehbar ist. Das heißt, die Konzerne können in ihren Code reinschreiben, was sie wollen und uns ausspionieren bis zum geht nicht mehr. Und das ist in einem demokratischen Land, in dem jeder Bürger und jede Bürgerin seine und ihre Privatsphäre haben sollte, absolut unangemessen. Und das sollten wir das reglementieren und diesen Vorschlag der Grünen finde ich gut. Die Grünen wollen außerdem ein digitales Register in Behörden auf den Weg bringen. Unsere deutschen Behörden sind, was digitale Akten angeht, absolut nicht mehr zeitgemäß unterwegs. Deutschland ist eine der reichsten Industrienationen und unsere Archive sehen im Jahr 2021 immer noch so aus. Über der Reichstagskuppel lacht heute die Sonne, über Deutschlands Digitalpolitik lacht die ganze Welt. Das kann nicht ernsthaft unser Anspruch an Digitalisierung sein. Das wollen die Grünen ändern und das muss sein. Das sollte eigentlich in einem solchen Land selbstverständlich sein. Ich glaube, zum Punkt Klimaschutz brauche ich euch bei den Grünen nicht sonderlich viel erzählen. Die Grünen wollen Klimaschutz umsetzen und das ohne Wenn und Aber. Das ist in Deutschland auch dringend geboten. Wir rasen an jeglichen Zwischenzielen im Klimaschutz vorbei und es muss jetzt endlich mal konsequent gehandelt werden.
Sonst habe ich in 80 Jahren bei mir das Meer vor der Haustür und die Niederlande sind dann komplett überschwemmt. Kommen wir zum Abschlusspunkt und zum Fazit. Die Grünen wollen das Wahlrecht ab 16 einführen. Und das finde ich gut. Ich hätte dieses Jahr auch gerne mitgewählt. Und Jugendliche sind längst nicht so unpolitisch, dass man sie nicht auch könne mitgestalten lassen. Und deswegen würde ich mir ein Wahlrecht ab 16 auch wünschen, finde ich den Punkt gut. Zum Abschluss lässt sich zu den Grünen sagen, dass das Wahlprogramm alles in allem finde ich das ziemlich gut. Es gibt zwar einige Kritikpunkte, aber insgesamt gefällt mir es bisher von den Wahlprogrammen am besten. Schauen wir mal, ob ich noch ein besseres finde. Das seht ihr demnächst in meinem Fazit zu den ganzen Wahlprogrammen. Abschließend würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag!